So. Beim Deffen, beim Angreifen. So, nächste Folge. Ark aufs Maul. In der Sekunde, wo natürlich Abmod gemacht wurde, Aufnahme beendet und neue Aufnahme gestartet, stirbt Mad Maxchen. An dieser Stelle notieren, er ist tot. Und ja. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind etwas getiltet heute. Oh, es geht. Verlieren irgendwelche Saber an Kentros und rennen teilweise in Basen, wo die Leute den ganzen Tag irgendwie in der Base hocken. Wobei gut, das mit Kay und Scumbag, wir wissen nicht, was sie vorher gemacht haben, aber unsere lieben Ghost und Gedöns, okay, Codex auch tot. Ghost und Gedöns, die nehmen wahrscheinlich die ganze Zeit noch auf. Wir haben noch keine Abmod gemacht. Muss sie so weit Bescheid sein. Ja, ist mir auch egal jetzt. Ja, rennen da halt rein, während Mad Maxian und Codex in der Sekunde mit Terrorbats ankommen, dachten halt erst, das wären Kay und Ghost und... Ach, Kay und Ghost, Kay und Scumbag. Und ja, standen zwischen den Fronten, haben nur Shotgun-Schüsse ohne Ende kassiert und bin in der Luft weggesnappt worden, Loot verloren und jetzt sehen wir zu, dass wir uns wieder aufbauen. Und ja, oder was heißt aufbauen, zusehen, dass wir hier wieder alles zusammen machen. Ich bin dafür, dass wir New Tyrannus chillen. Und dabei schön verrecken, aber das ist so wild. Bis Phönix an der Stelle? Hm? Bis Phönix an der Stelle. Wir disconnected. Cool. What? Oh lol. Boah, mich hat eine Hyäne angegriffen und hat sich wie ein Turretus angehört. Oh, ne, ne. Ne, guck mal vor die Base. Ich bin RIP. Bitte, was bist du? RIP. Warum bist du RIP? Guck vor die Base. Kentro oder was? Okay, 37 Hyänen gefühlt. Alter. Hast du keine Grappling Hook mehr besessen? Nein. Wieso nicht? Weil ich gerade weggelaufen bin von denen hier. Wie heißen die jetzt? Boah, Codex. Ja, GG, wenn Phoenix komplett für heute gegangen ist, dann brauchen wir auch nicht weiterspielen schon wieder. Dann brauchen wir. Ja. Bist du ja mit dem Rex unterwegs? Ja. Eine Rotze. Lass uns mal noch ein paar Lauftiere suchen jetzt in der Zeit. Oder willst du Base bauen? Ich suche Lauftiere. Hast du noch eine Hand oder hast du einen Equi vor? Wolltest du dir dann einen Equi wieder? Hab schon. Vor allem genau in dem Moment ein Hit von den Hyänen, meine komplette Rüstung kaputt und ich direkt Broken Bones. Ja. Ach. Sorry. Mach zu. Lol, die eine Pflanze ist jetzt auch im Arsch. Ja, die war, da war vorher schon kein Fertilizer drin, war nur ein Bug, dass sie nur angezeigt wurde. Ja, die Pflanze wuchs bei mir noch irgendwie. Ich hab reingeguckt, da war nichts mehr drin. Also da müssen wir jetzt auf den Dünger warten, das geht doch nicht anders. Ja, dann kacken wir um die Wette irgendwie. Kannst du mir gerade einen Saber-Sattel machen? Mhm. Guck ich, ob ich hier noch irgendeinen halbwegs Jus von Saber finde. Obwohl, nee, scheiß drauf, ich nehme den Frosch. Nee, gib mir einen Saber-Sattel. Mit dem Frosch kann sich null verteidigen und ich habe keinen Bock, jetzt da hier irgendwo zu stacken. So, die ist tot. Noch ein Narko-Zeugs. Ach ja. Das ist doch alles Algengrütze. Ey, dass ich jetzt in den letzten Metern noch verreckt bin, ne? Beim keine Ahnung, du hast gesagt, komm mal schnell nach draußen, guck dir an, wie ich sterbe. Ich denke, was labert er? Da hätte ich. Ja, komm mal raus!
Sagen wir so, der Rex steht neben der Base. Ich war in der Sekunde an der Klippe, als du verreckt bist. Ich war innerhalb von 5 Sekunden down, hättest du mich niemals helfen können. Okay, ich weiß es nicht. Hast alle Grappling Hooks verballert? Ja. Geil. Die letzte, als sie mich mit dem Pfeffer über die Klippe runtergehauen haben und ich im Parachute war und bis nach Mexiko geflogen wäre, hätte ich keine Ahnung. Keine Ahnung, die haben mich halt schon wieder im Parachute, haben die mir schon wieder 4-5 Hits im Lauf mitgegeben. Während Codex und da Maxian vor der Base rumhüpfen, ich renne da rein und direkt Kay und Scumbag beide hinter mir. 2-3 Shotgun-Schüsse kassiert und sofort hinterher gesniped. Das ist lächerlich, renn von einem Gegner in den nächsten rein. Ja, na gut, das war das Timing jetzt halt. Ja, ich weiß gar nicht, bei wie viel Leben wir sind. 11 oder 10 oder sowas. Oder 9. Passieren auf jeden Fall viel zu heftig. Das ist traurig. Pfeile brauche ich. So, ja, Bonus habe ich. Hast du einen Saber-Sattel gemacht? Ja, ich habe insgesamt sogar 2. Also ja. Einen habe ich noch mitgenommen, habe ich vergessen. Welcher Saber kann denn hier irgendwas? Einer. War sie ungelevelt? Auch ungelevelt. Der ist schon gelevelt. Oder doch den hier. Weißt du, wie viele Pfeile in UT Rams ungefähr braucht? Nein, 30er 27. Oh, ich guck nochmal, jetzt ob ich. Läuft sich in den Start kriege. Vor allem, das muss aus Case Sicht halt so ausgesehen haben, als wenn wir. Oder aus Codex und Max in Sicht, als wenn wir Case Base verteidigen würden. Mhm. Könnte fast das Zeug von Porno sein. What the fuck? Hey, soll ich mal was gucken? Ach ne, Ghost ist jetzt alleine, nevermind. Ich hab gesagt, soll ich mal gucken, ob sie in der Base sind? Was wetten wir? Hm. Ja, GG, fällt mir ein Rex hier fast auf den Kopf. Jetzt geht's los. Was ist denn da für ein Level? Level 7, tschüss. Ja, eine Alu-Gruppe. Nö, nicht mit mir. Aber anhand der Terrorbats kann ich mir schon fast vorstellen, wo Codex und Maxian bauen. Oh. Ziemlich weit von uns entfernt, mit Sicherheit. Das ist halt so traurig. Die, die den Base-Ausflug machen hier, werden bestraft dafür, dass sie was tun. Genauso wie bei PUBG gestern. Oder gesagt, die, die zuerst reagieren und irgendwas aktiv machen, kriegen halt direkt auf die Nase. Das ist halt schon irgendwo traurig. Was du dafür für Action nicht gelungen? Wir werden doch nicht, hat uns offen gemacht. Von euch hat uns offen gemacht, lol. Ey, was ist das für ein Rex, Mann? Behindert für alles. Jetzt geht das wieder los, dass ich kein Terry finde. Ey, warum? Ein Terry. Ach, kein Terry, kein Saber. In der Sekunde steht ein Terry vor mir. Was sagen an sich viel Action in der Session? Ja, aber nur reingeschissen eigentlich.
Ja, aber ich meine jetzt. Hingelaufen, Rex verloren. Ja, gut, dann wieder hingelaufen, zwei Saber verloren und beide gestorben. Du noch einmal gestorben davor, also wir haben drei Tode kassiert. Oder? Drei, glaube ich, ne? Heute. Ja. Sind wir tatsächlich bei 9? What the fuck? Ja. Merk schon, ich werde am Ende der Spectator. Wir müssen einfach auf K. Also den ganzen Tag rennen hier 1 Milliarde Sabers rum, kloppen sich mit 2 Milliarden Agentarwissen. Jetzt ist hier einfach ruhig. Jetzt ist hier einfach kein einziges Tier mehr. Ist halt wieder typisch. Das ist halt Tech Hunter 2.0 hier oder was? Ach, Leute. Keine Lauftiere findest. Toll. Drei Skorpione. Oh, ich hab's selber gefunden. 4 Stück auf einem Haufen. Die mich jetzt gleich einbaggen werden wahrscheinlich. Und tot. ...26, Mate Boost, kick mich weg. Danke dafür, Blali. Ey, Blali. Ich hab nebenbei einen neuen Ark of Small Launcher gemacht, ne? Mhm. Motivation am Start bei dir? Ja, sei ruhig jetzt. Ich tame gerade 3 selber gleichzeitig. Das schon wieder. Der erste rennt in den Argent rein, der nächste rennt sonst wohin. Wo ist das Kackvieh? What? Ah, jetzt nicht wahr sein hier. Ich hoffe, du bist einer von denen, die ich gerade schon gebollert habe. Ich bin Profi, ich habe die ganze Zeit eine GT-Rüstung im Inventar, hab sie aber nicht an. Sag ich jetzt nichts zu. Okay, ich hab einen 40er Saber down. Jetzt mal gerade gucken, ob irgendein Rex noch Primey da hat, ich glaube nicht. Ich glaube, ich neues holen. Das ist gerade Nacht. Ja. Okay. Der hat noch den Prime Meat 15 noch. Der hat nicht. Der hat auch nicht. Steck das 15 mal übereinander, wenn es geht. Geht. Alter. Unter unserer Base steht ein Rex, bist du das? Nein. Wer meint, ich hab Hallus. Ja, du läufst rum, ne? Ja. Das ist sehr schön. Gut, ich lasse den 40er selber jetzt liegen. Keine Ahnung, was der andere war, der mich von hinten angegriffen hat. Halt auch solche Dinge immer, ne? Das ist halt typisch arg. Du betäubst irgendwas, es rennt weg. Dann betäubst was anderes, alles ist easy. Dann kommt ein Argent dir entgegen, denkst, ah, da läuft, da ist Primate. Und in der Sekunde, wo du in Ruhe auf den Argent schießt, kommt der Saber, den du vor 2 Minuten angeschossen hast. Und will dich dann doch angreifen. Mhm. Oh, okay, du machst, weiß ich nicht, nimmst mir 10 Jahre meines Lebens irgendwie. Wenn man sich hier aufregt. Wenn es geht, wäre jetzt geil, wenn ich den vor der Nacht noch finden würde, wo ich ihn denn hingelegt habe. Und wäre ein Träumchen. Dafür, wir backen uns hinter die Map-Border, machen uns, holen uns Kaktusse, Brandpfeile. Okay. Wir brennen einfach alles hier ab. Rennen einfach alles ab. Ja. Ach, schön.
Rex, komm mit, bevor ich gleich noch sterbe. Als ob. Denkst du, die würden das so offen sagen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Halten sich halt auch schon lange aus einem raus. Keine Ahnung, was die haben. Sagen wir so, wenn wir die Base hier aufgeben müssen, dann werden wir Folgendes machen. Dann setzen wir uns ein kleines, richtiges, dummes Kackhäuschen irgendwo hin. Bunkern uns mit 1 Milliarde Strukturen ein. Und bauen uns nur noch Arg aufs Maul und schon rennen damit über die Map. Alles klar. Letztes Mal mit Michael auch so gemacht. Nur noch kleine Häuschen überall versteckt. Sind teilweise, wir hatten 6 verschiedene Basen nachher. Ja? Sind von Base zu Base gezogen. Und teilweise wurden wir aus der 5. Base irgendwann vertrieben, dann sind wir wieder in die 2. gezogen. Übelstes Mindgame. Wir sind aber nie gestorben. Hier sterben wir die ganze Zeit, obwohl wir in derselben Base sind. Vielleicht sollten wir tatsächlich switchen. Ja, keine Ahnung, wir haben jetzt halt ein abgeschottetes Gebiet, was irgendwo auch ein Nachteil ist, und dazu kommt noch, dass wir halt erstens die ganzen Gegner nicht und Tames haben wir halt Saber hier und ein paar Rexe. Aber wobei die Rexe tamen wir ja nicht mal hier. Ich glaube, es ist tatsächlich sinnvoller, mehr auf Lauftiere zu gehen. Die Rexe lassen wir da jetzt stehen als Verteidigung und so weiter. Auch die werden dir aber instant halt weggeballert. Wenn sie dich kiten wollen, kiten sie dich, deswegen. Auch auf Saber würde ich nicht durchgehen setzen. Ich denke mal, ich werde auch den Frosch noch ein bisschen weiter leveln. Werden wieder mal Spaß mit meinem Frosch haben. Wobei Frosch eigentlich ineffektiv ist, wenn du keine Shocking Darts, beziehungsweise noch schlimmer, wenn du eigentlich keine Raketenwerfer hast. Weil du auf dem Frosch selber, wenn du eine Waffe ziehst, extremst unmobil bist. Du kannst dich... What the fuck, Alter, greift mich ein Skorpion an, ey. Kommt aus dem Nichts so ein Skorpion-Hit, ey. Ich dachte, ich werde schon wieder angeschossen. Die legen einfach 3 Dödis alle eingerollt. Selber da jetzt irgendwann mal fertig. Rebirds sind halt eigentlich nicht mehr so dumm. Ist auch nicht. Töten eigentlich mit Crossbow, Maul Launcher und. Boah, gleich. Und Longneck. Aber kannst du halt. Bist halt übel mobil. Boah. Ein Kilo gelegt, aber ich denke, den brauchen wir dann. Wolltest du nicht noch die Barrikadenumzäunung fertig machen? Oh ja, was? Soll ich den nicht aufbewahren für die andere Base? Ich weiß jetzt nicht, ob wir umziehen oder nicht. Erstmal sind wir losgelaufen, keine ganze Folge unterwegs und werden schon wieder umgebracht. Ja, dann mach ich weiter. Wie gesagt, kann man immer noch mal als Fluchtpunkt-Base benutzen. Wir können, wie gesagt, müssen schauen, ob wir das tatsächlich machen. Hier haben wir halt tatsächlich, was wir brauchen mit Podi und Kristalle und so weiter. Ne? Aktuell fahren wir halt gar nicht, weil wir uns halt auf der einen oder anderen Seite auch kloppen wollen. Aber, ja. Das ist Semi-Erfolg. So, das ist das Feierabend auch. War kaputt. Ja gut, also wir werden
tatsächlich wieder ein, zwei Folgen jetzt ins Farm investieren müssen. Wir müssen beide einen aufs Maul Launcher mit 20 Schuss oder so vielleicht am Start kriegen. Mit 21 Schuss, dass wir 7 Magazine vielleicht jeder haben. Ich habe jetzt nochmal einen hohen Saber vor die Tür gestellt. Damit haben wir zumindest schon mal wieder ein weiteres Lauftier. Der andere ist ein bisschen gelevelt. Damit kommen wir zumindest schon mal wieder von A nach B. Unseren hohen Rex könnten wir mal eben noch einen. Ja, ist egal. Ein Stückchen nach hinten stellen vielleicht. Ich meine, wir können uns das hier auch vernünftig zudeffen, wenn wir mal die scheiß Pflanzen hätten. Aber die scheiß Pflanzen, ich wollte ich extra vor Pflanzen gehen. Aber das, ja, auf der einen Seite wachsen sie auch, auf der anderen Seite verrecken sie und so. Also aktuell läuft alles falsch. Auch wieder 5 Minuten wieder alles da. Ja, weißt du, ich kündige es extra an. Es war doch extra jetzt mehr als eine Folge davor andere. Hä? What? Alles klar. Hä? Was? Nicht schlecht. So, vielleicht haben sie es jetzt verstanden. So. Schon geliebt. Naja, gut. Ja, Leute. Komische Abmod mal wieder. Da ist jetzt ein Agent von unserer Base, der auf die Saber einschlägt. Archie. Okay, so geht's auch. So, komm rein, lock dich aus. Wir haben nichts am Laufen hier. Keine Ahnung. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Haut rein. Schaut mit den anderen vorbei. Und ja, keine Ahnung. Lasst ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet. Jetzt kommt wahrscheinlich in Ranch nicht so viel rum. Richtig. Gut, mach's gut. Tschüss.